Leute, was geht ab? Heute möchte ich mit euch auf ein richtig interessantes Video reacten. Die Highlights von Iron Mike Tyson aus seiner Prime. Ja? Und hier geht es nicht nur um seine brachialen Knockouts. Here we go. Auch wenn das Ganze hier mit einem brutalen Knockout gegen Reddock, der ein sehr zäher Gegner war. Durch die Deckung durch, da sieht man noch mal deutlich die Power von Mike Tyson. Wunderschön dieser Step. Hier nochmal seht ihr den Wechsel, den Auslagenwechsel in die Rechtsauslage und dann der rechte Haken. Berwick. Leute, hier war Mike Tyson 20 Jahre alt. Das ist unfassbar. Wunderschöner kurzer Aufwärtshaken. Guckt euch das mal an hier. An den erinnere ich mich noch, an den Johnson, dem schlägt der ein paar Zähne raus. Oh, sehr schöner Body Shot. Der Nahkämpfer schlichtweg, Iron Mike Tyson. Schaut euch das an, die Doublette hier. Das Krasse ist, Leute, der ist hier 16 Jahre alt. Ne? Also ich sehe hier keinen Unterschied. Ne? In seiner Prime mit 20, 21, 22. Und hier mit 16 Jahren. Und damit, also da meine ich primär körperlich mit. Ganz gefährlicher Mitschlag. Schön gemacht. Auch wunderschön hier der Slip und dann der lange Jab. Einer seiner Anfangskämpfe. Und wenn Mike Tyson Blut gerochen hat, wissen wir alle. Oh, kurze Rechte. Runter. Kommt hoch mit dem linken Haken, rechten Haken. Boah. Hier gegen Bruno. Boah. Oh. Sehr gute Entscheidung vom Ringrichter hier. Die hungrige Zeit von Mike. Den Jab geslippt. Rechte kurze hoch. Auch einer seiner Stärken. Und der Nahkampf ist ein Bereich, da würde ich niemals freiwillig hinstellen mit Mike Tyson. Also auch wenn ich ein Schwergewichtler wäre. Wieder die rechten Aufwärtshaken. Fällt euch das auf, wie oft die kommen? Wunderschön gemacht, habt ihr das gesehen? Auch hier. Er wechselt die Auslage, bleibt kurz stehen und schlägt die linke in den Angriff rein. Ein Volltreffer. Schaut euch an, wie er die Schläge aus der Hüfte raus. Den gesamten Körper, auch hier. Boah. 1-1-2, bitte komm. 1-1-2, bitte komm. Okay. Redlift, der sieht schmal aus. Sehr gefährlich sieht das aus. Immer wieder diese Oberkörperbewegungen. Und das Wichtige, Leute, ja? Ihr müsst diese Oberkörperbewegungen nutzen, um daraus zu schlagen. Man sieht es sehr, sehr oft, dass viele sich im Oberkörper bewegen, aber nichts daraus machen. Ja? Weil in dem Augenblick, wenn er schlägt, daneben schlägt, ist er offen. Und das nutzt Mike Tyson. Jedes Mal hat er das eiskalt ausgenutzt. Und das noch mit dieser brachialen Power. Er braucht nur einen Treffer. Schon wieder. Das, was ich eigentlich gerade gesagt hatte, ja, er kommt zwar nicht mit einer Graben, noch mit dem Haken, aber aus dem Slip raus. Okay, das sah ziemlich ungesund aus gerade. Rechter Aufwärtshaken. Man soll bloß nicht denken, das mag heißen, ne, viele denken, der war einfach nur ein Schläger und hat draufgehauen und hat mit Gewalt die Haken reingeworfen. Er war ein äußerst intelligenter Fighter. Ja? Sein Nahkampf ist eine reine Kunst. Ein Leckerbissen.
Kann man gar nicht glauben, dass der hier 18, 19 Jahre alt ist. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Aus dieser kurzen Distanz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, jetzt müssen wir es mal reinziehen hier. Guckt euch diesen Uppercut an. Der reißt ihm fast also den Schädel vom Hals runter mit dem Uppercut. Boah, hier gegen Golotte. Boah. Golotte war ja auch ein Vieh, Leute. Guckt mal, wie er hier umfällt. Wie ein Sack Kartoffeln. Wieder der Aufwärtshaken, Leute. Seht ihr? Wunderbar das Variieren. Diese kurzen Haken. Nach dem Schlagen direkt die Situation ausgenutzt. Direkt hinterher. Hier gegen Larry Holmes. 1-2. On the button. Angedeutet. Ja? Und mit dem linken Haken rein. Guck mal, wie er sich nicht beeindrucken lässt. Im Gegenteil. Einfach mit reinballert. Und durch den hektischen Angriff von McNally. Oh, wieder diese rechte Doublette. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er damit so viele Leute weggemacht hat. Wahnsinn. Wunderschön. Welche Körperkontrolle hier gehört. Das ist nicht nur einfach abrollen, ja? Sondern wirklich Millimeterarbeit. Distanzgefühl. Ja? Habt ihr gesehen, in welchem schnellen Tempo der Gegner unterwegs war? Ja? Und trotzdem erwischt er ihn noch. Schnelle Drehung. Boah, linke Haken. Traumhaft. Um ehrlich zu sein, ich würde mich liebend gerne mal mit dem einen oder anderen Tyson-Gegner, ehemaligen, unterhalten und fragen, also was er gefühlt hat, wenn Tyson auf ihn eingeschlagen hat. Jetzt, wo ich den Fight gegen den Botha sehe, mein ehemaliger Trainer hat Francis Botermann kennengelernt und er hat ihn tatsächlich gefragt, ja, also die Frage, die ich gerade hatte oder die Fragezeichen, was Tyson den Fäusten hat. Und da hat Botha also wortwörtlich gesagt, so wenn Tyson hier reingeschlagen hat, hat sich das angefühlt, als würde es hinten wieder rauskommen. Ja. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wenn er Blut gerochen hat, dann hat er erst aufgehört, wenn die Beute zerlegt ist. In den Angriff rein. Durchgezogen. Ein Bilderbuch aufgezogen. Das sieht mir auf jeden Fall nach Meniskus und Kreuzbandriss aus. Ganz brutal. Lass mich mal anschauen. Guck mal, er kippt in die BSE-Kuh. Boah, wenn wir jetzt in die Arena gehen, der liegt immer noch da. Wir sehen sein linker Haken hier wieder und sein rechter Aufwärtshaken. Wenn er schlägt, wenn er diese beiden Hände schlägt, ist immer sehr, sehr viel Gefahr. Geht bewusst immer sehr nah an den Gegner. Ne? Und dann diese rechten Aufwärtshaken wirklich von unten. Ich glaube, da haben wir das hier mitgebrochen. Alter Schwede. Boah, da muss ich mir direkt einen Nacken packen, so, wenn ich das sehe. Nochmal hier. Boah, guck dich an, der Kopf da. Also wenn der keine gute Nackenmuskulatur hätte. Schön, wie der da unten bleibt. Boah. Schlägt, taucht ab und schlägt wieder. Schaut euch das an. Wunderschön. Wunderschön. Da ist diese Power gar nicht notwendig. Ja? Wenn du so ein Ding triffst, wirklich,
dann fällt der um. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir auf dieses Video zu reacten. Wenn ihr mehr solche Reaction-Videos sehen wollt, unbedingt in die Kommentare reinballern, Abo dalassen, Video teilen und danke für euren Support, Leute.